Hallöchen Leute, Servus und herzlich willkommen zur fünften Folge von Let's Play Beyond Good and Evil. Da sind wir wieder. Ja, ach, das war doch schön, die letzte Folge. Da hat sich ja vor allem gegen Ende, da kam ja ein Knüller nach dem anderen. Paige hat jetzt endlich ein Werkzeug, seine Barranco D53, sogar mit Seitenschneider. Ja, also wir kommen jetzt durch die Gitter und wir haben eine E-Mail bekommen vom Iris-Netzwerk, von den Terroristen. Und die behaupten jetzt, dass die Alpha-Abteilung mit den Doms zusammenarbeitet. Tja, also hier in diesem Krieg wird die Schuld an der Doms-Katastrophe wohl von einem Ort an den anderen geschoben. Und jetzt wissen wir irgendwie gar nicht mehr, was richtig ist. Aber das wollen wir herausfinden und wir werden diese Folge ganz sicherlich auch die Schwarze Insel beenden. Also es geht straight weiter mit der Hauptquest und ja, damit das passiert, würde ich sagen, darf Paige doch einfach jetzt mal mit seiner neuen Barranco D53 dieses Gitter hier öffnen. Paige, mach mal. Würdest du dich einen Schritt zur Seite bewegen? Oh, sorry, ja. Vielen lieben Dank. Da hab ich mich etwas fett gemacht. Wer's kann, der kann's. Keine Gnade für Gitter. Wo haben wir noch das andere gesehen? Sehr gut. Haben wir alles gesehen? Du musst suchen, Jade. Such überall. Ja. Ach, ich freue mich. Dann wollen wir mal direkt zum anderen Gitter. Wir wissen ja noch, wo es war. Da müssen wir ein kleines Stück zurück. Etwas Backtracking, aber nicht viel. Genau. Ach ja, hier haben wir ja gekämpft. Und wir kämpfen gerade nochmal. Alles klar. Die Art von Tierberichten, die Paige mag. Genau, wir erinnern uns. Ja, das war ja nun einfach. Das ging schnell. So. Und dann sind wir eigentlich auch schon da. Paige, wenn er runterhüpft. Als hätte er so einen Schluck auf. Hier ist es. Das andere Gitter. Genau. So, Paige, Junge, mach auf. Diesmal gehe ich direkt aus dem Weg. Guck, habt ihr das gesehen? Sogar dynamische Schatten. Mit dem Gitter hier und so weiter. Ich wiederhole, 2003. Und das Spiel würde heute noch so klar gehen, finde ich. So, aber jetzt haben wir hier einen neuen Automaten mit einem PB1. Wieder eines. Kontoidentifizierung. Okay. Damit steigen wir auf 5-14. Paige kommt mit seinen 3 schon klar, denke ich. Zumindest fürs Erste. So, nice. Tja, und jetzt haben wir hier das nächste Problem. Da kommen wir doch nicht einfach so rüber. Aber es gibt eine Mechanik, die kennt ihr noch nicht. Die kann ich euch jetzt mal zeigen. Wir können uns nämlich auch an enge Wände pressen. Und dann können wir uns hier vor... Ohne mich, Jade. Tja, Paige hat natürlich eine sehr nach vorne hängende Plauze. Und das würde ihn, glaube ich, hier glatt nach unten ziehen. Da ist die Schwerkraft nicht auf seiner Seite. Scheiße. Und nun? Hey, Jade! Zusammenbleiben, verdammt! Keine Sorge, bin ja hier. Dir wird nichts passieren. Pass auf, was du sagst, Fräulein. Respektiere die Älteren. Tja, aber wie kriegen wir Paige jetzt herüber? Das ist ja schon ein Problem. Denn hier bräuchten wir ihn auf jeden Fall, um da weiterzukommen mit seinen Jetboots. Aber glücklicherweise sehen wir, dass seine Superaktion eine so fette Druckwelle macht, dass sie sogar bis hier reicht. Sag einfach wann, Jade! Ja, geht klar, Paige! Und dann können wir jetzt erstmal mit diesem Fugiferus-Vieh hier erstmal nochmal die Kristalle abbauen. Und dann sehen wir ja auch schon, dass wir hier gegen diese Brücke schießen können. Würde allerdings, ich zeige euch das mal so in diesem Moment, noch nicht wirklich gut funktionieren. Ne, da platzt das Ding an dem, das müssen wir anders lösen und nämlich diesen Minenwagen mit dem Dynamit oder Sprengstoff, was auch immer. Vielleicht sind es ja auch nur lauter China-Böller. Hier nach vorne schieben. Zeit für den Hammer! Genau, da. Das erste kleine Rätsel, wenn man so will. Oh, scheiße.
von mir, Elendes! Was auch immer du bist! Und gleich einmal drei Krochax. Die kennen wir ja schon. Bam. Ja, ich komme, Pitch. Ich komme. Die. Oh, da ist immer noch einer. Nicht auf mich! Danke, Jade. Oh, wenn's dich nicht gäbe, dann... Schon gut, alter Mann. Wir sollten los. Ich glaube, dass das Beste noch kommt. Ja, so. Und jetzt wird's spannend. Wir stehen genau im richtigen Winkel. Seht ihr was? Wahrscheinlich nichts. Ein unfassbar gut verstecktes Tier, wie ich finde. Man hat es hier, freut sich so, man hat gerade die Krochax erledigt und will hier einfach weiter. Aber jetzt, da diese Brücke hier runtergeklappt ist, können wir sie auch in die andere Richtung gehen. Hier ist nämlich ein, und jetzt sieht man es erst wirklich gut, ein Höhleneingang. Total gut getarnt. Ein Tier, das ich gerne mal vergesse, wenn ich nicht drüber nachdenke. Und hier, die sind total niedlich. Es sind solche leuchtenden, amöbenartigen... So, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir die jetzt richtig gut fotografiert kriegen. So, jetzt. Amöba Polypodia. Eine Polypodi-Amöba? Mein Kompliment. Oh ja. Und wir haben es gefunden. Sehr schön. Ja, genau. Also wieder ein sehr verstecktes Tier, das gerne mal übersehen wird. Und es geht gleich weiter mit den sehr geheimen Tierchen. Aber erst einmal wollen wir hier wieder hoch. Also Page, auf den Schalter. Und der muss schon wieder zurückbleiben, der Arme. Du musst mir aufmachen, Jade! Jo, wir werden Page die Tür öffnen. Wir können Page die Tür auch gleich mal als erstes öffnen, das geht schon klar. Machen wir mal auf. Komm rein. Guten Tag, Madame. Sie hatten ein halbes Schwein auf Toast bestellt? Oh, da krieg ich ja Hunger. So, und jetzt, das ist ein unfassbar weiteres gut verstecktes Tier. Muss man auch erstmal drauf kommen, wenn wir hier auf diese Erhöhung kleben und einmal gegen den Stromkasten treten. Bam, geht das Licht aus. Und dann erscheint ein sehr lichtscheues Tier. Da oben fliegt es. Planaria rupestris. Planarien hassen das Licht. Es ist sehr selten, dass sie aus ihrem Bau kriechen. Nur 500 Einheiten finde ich für dieses durchaus gut versteckte Tier fast ein wenig. Okay. Aber okay. Dieser Film ist voll. Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Filmrolle 4 schon, das ist der Hammer. Sehr schön. Autsch! Du steuerst direkt auf eine Tacht Prügel zu, Jade! Junge, du bist aber auch sensibel. Na gut. So, hier ist die nächste Speicherstation. Aber nein, das wäre zu früh. Wir haben doch erst knappe 8 Minuten aufgenommen. Weiter geht's. Und zwar wieder mit einem Gitter. Kein Problem. Kümmere dich drum. Schnapp, schnapp, schnapp. Knirsch. So. Hauptschacht. So, dieses Tier fotografiere ich in diesem Moment noch nicht. Ihr werdet gleich sehen, warum. Tja. Knochig. Möchten Sie braunen oder weißen Toast zum Omelett, Fräulein Trampel? Weißen Toast, bitte. Aber erst einmal ein Foto von den Viechern, und zwar schnell, bevor sie uns zu nahe kommen. Palinurus rupestris. Unglaublich. Es gibt noch Palinurusse da unten. So, und gegen die müssen wir jetzt erst einmal fighten. Die wären ja etwas nervig so. Ja, warte mal. Man geht gleich flatt hier. Können wir ja auch mit der Super-Attacke hier runterschleudern. Allerdings, die kommt dann wieder hoch. Ja doch, den ersten haben wir. Aber es geht weiter hier hinten. Na, da sitzt sie. So, jetzt wollen wir erst wieder mal ein bisschen abbauen. Wir werden jede Gelegenheit nutzen, die hier sinnvoll ist, bevor wir tatsächlich alle Viecher töten. Zeit für den Hammer!
Sehr gut, auch noch getroffen. Etwas schräg der Schuss, aber es hat geklappt. So, und jetzt muss man hier noch unbedingt gegen die Brücke. So, jetzt können wir sie alle erledigen. Oh ja, komm her. Ich mach euch fertig. Autsch. Bam. Sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass deine Zange auch eine Keulenfunktion hat. Modell D53, kleine Lady. Schneidet, würfelt, plättet. Es ist so gut. Es ist so gut. Und jetzt, nachdem die Palinurus weg sind, traut sich nämlich dieses Schneckenviech auch mit seiner Nachbrut hier. Nachwuchsbrut, wie auch immer. Nautilus Flureus. Ja, Flureus. Also, sie leuchtet, wie wir auch schön sehen, mit ihren drei Kleinen. Meine Mathematikerkollegen sind von Nautilusmuscheln fasziniert. Mathematikerkollegen wahrscheinlich wären wegen der Fibonacci-Spirale, könnte ich mir vorstellen. So. Okay, dann. Aber können die Mathematiker mal was dazu sagen, ne? Die wir hier eventuell auch in den Kommentaren haben. Wer weiß das schon. So, jetzt will ich erst einmal hier rüber. Und da können wir wieder einen schönen Kristall abbauen. Machen wir das mit Super Attack. Ich probiere es mal. Oh ja. Okay, nur dran vorbeigewirbelt, aber egal. Ach, schön. Hier könnten wir wieder speichern, aber nö. Brauchen wir nicht. Es geht immer noch weiter. Und hier wollen wir doch mal unseren Weg weiter ebnen. Ja, gut. So, hier können wir Kabobs kaufen. Konto, Identifizierung. Okay. Jene Büchse Kebabs, süße lecker wie die Döner. Ja, kaufen wir. Sehr schön. Und ja, die haben wir ja auch schon fotografiert hier. Ne? Die Anemonia Mutabilis können wir also direkt. Einer guck, eine neue Freundin. Ja, keine neue Freundin, Paige. Haben wir schon fotografiert. Aber hast du sonst noch was dazu zu melden? Paige. Kamera, Kakadra. Oh, du meine Güte. Okay, wo war jetzt hier die Kristalle? So. Na gut, okay. Aber es sieht schön aus. Es sieht wirklich schön aus. Das muss man ja so, das muss man ja schon sagen. So, jetzt wollen wir hier hoch. Und die ist ebenfalls eine Anemonia mutabilis. Sieht aber etwas anders aus. Wächst nicht zur Seite, wächst nach oben. Na, Paige, willst du drauf hüpfen? Nee, also ich spring nicht auf irgendwelche Saugnäpfe. Dachte ich mir, deswegen wollen wir sie mal kurz ein wenig ärgern. Und jetzt kann er ihr den Rest geben. So muss das sein. Ja, diese sonderbar anmutende Brücke. Nun ja, wir überqueren sie mal. Sieht doch ganz gut aus hier. Sieh mal. Die beiden Kreaturen da hinten. Dann bann ihre Visagen auf Fotopapier und auf zur nächsten Bank. Aha, sehr gut. Wir haben es also geschafft. Wir sind am Ziel. Was sagt Paige dazu? Hast du sie gesehen? Ein Pärchen? Müssen wohl die Domsmonster sein. Ja, sie sind ja schon irgendwie niedlich, ne? Machen wir mal ein Bild. Und der Kassik wollte ja ein Männchen und ein Weibchen auf einem Foto, wie er sagte. Also, Moment, richtiger Augenblick. Jetzt. Etwas im Licht, aber egal. An die Castellag schicken. Sobald Sie die Fotos der Domsmonster haben, schicken Sie sie an Mr. de Castellac. Publizieren. Fantastisch. Ich leite es an Mr. de Castellac weiter. Okay. Oh. Was anders als gedacht.
Heißt aber auch direkt neues Foto. Pteronimax Gigantea. Wichtiges Foto, ihr habt nur diese eine Chance. Pterolimax, das ist eines der Domsgeschöpfe. Gibt aber auch satte 3000. So, jetzt wird gekämpft. Page darf raufspringen, denn wenn er sich so wirbelt, dann könnt ihr ihn nicht wirklich gut treffen. Tja, das hat doch schon mal gut funktioniert. Jetzt schickt er etwas Verstärkung. Machen wir also erstmal die Quallen platt. Quallen quälen! Nein, wir machen das hier natürlich weitmännisch und wollen sie so schnell wie möglich töten, ohne Quallen. Aber wir wollen sie töten! Und Krochax kommen jetzt auch noch. Okay, ihr Viecher. Ja, das sieht einfach so geschmeidig aus, wie sich Jade hier durch die Gegend wirbelt. Mit ihrem Kampfstab. Bin auf dem Weg. Ach du Scheiße. Und er hat selbstständig einen Starko benutzt, das bin ich nicht. Nein, das ist ja nicht wahr jetzt hier. Komm. So. Komm raus. Jade, Paige, spring drauf. Nein, nein. Timing ist alles, ja. Den hätte ich öfter treffen können dieses Mal, aber hat nicht sollen sein. So, neue Phase. Jetzt müssen wir... Oh, das wird knapp. Ja, das war zu knapp. Wir müssen uns hier nämlich aufladen. Und ihn dann im richtigen Moment treffen, wenn er nah genug ist. Jetzt. Sehr schön. Nur so ist er zu erwischen. Okay, ab wieder ins Loch. Einverstanden. Page, auf ihn. Wow. Da muss ich mit dem Aufweichen aufpassen. Sehr gut. So, eine neue Flugphase. Spannender Kampf. Ja, neue Flugphase. Oh, das wird schon wieder knapp. Sehr gut. Das war sehr knapp. Okay. Mädchen und einen abgehangenen Schick. Wir haben es geschafft, Paige. Ganz gut für einen alten Mann. Und eine neue Perle. Ach, ist das schön. Paige, was hast du dazu zu sagen? Guter alter Erdwurm. Ja, aber trotzdem der seltsamste Angelausflug, den ich je gemacht habe. Na komm, lass uns die Routen einpacken, die Trophäen aufsammeln und ab nach Hause. Ja, da bin ich doch auch dafür, aber die Perle, die wollen wir natürlich nicht vergessen. So, ich guck gerade nochmal, wenn jetzt hier die Leiche rumliegt. Ja, seht ihr das? Kann man nicht mehr fotografieren. Wir können die Perle fotografieren, aber... Oder? Warte mal. Ich will nur nochmal mit Sicherheit sagen. Okay, ich weiß nicht, wie lange die Leiche liegen bleibt. Vielleicht habt ihr doch nochmal eine Chance, hier wieder herzukommen, falls ihr es im Eifer des Gefechts vergesst. Aber besser ein Foto vom Lebendigen. So. Doms Pterolimax. Wenn du mich fragst, da ist etwas faul an diesem... Herrn de Cadillac. Glückwunsch, Miss Jade. Sie haben... Moment. Mit Ihrem Boss habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Mr. de Castellac hat es eigentlich nie gegeben. Schätze, ich schulde Ihnen eine Erklärung, Miss Jade. Steigen Sie ein. Miss Jade, Sie haben den Situationstest voll und ganz bestanden. Situationstest? Ja. Bitte verzeihen Sie diese kleine Charade. Mein Name ist Hahn. Ich arbeite für das IRIS-Netzwerk. IRIS? Die Rebellenorganisation? Ja, die Rebellen. Wir kämpfen gegen eine Bedrohung, die niemand kennt. Wenn nichts geschieht, wird die gesamte Bevölkerung vernichtet.
Ach, mit Hilfe der Alpha-Abteilung können wir die Doms zurückschlagen. Die Alpha-Abteilung ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Für jeden, den sie retten, entführen sie 10 andere. Aber die Alpha-Abteilung beschützt uns seit Generationen. Sie kümmern sich um die Verwundeten, schlagen die Doms-Angriffe zurück. Ja, so zerstreuen sie jeden Zweifel und erschleichen sich ihr Vertrauen. Sie saugen alles Leben aus diesem Planeten, so wie sie es zuvor schon mit Hunderten gemacht haben. Die Hylianische Regierung hatte keine Zeit zu reagieren. Sie wurde komplett überrumpelt. Aber wir können die Alpha-Abteilung stoppen. Und wie genau sollen wir das anstellen? Sie sind sich bewusst, dass ein Aufstand der Bevölkerung eine Katastrophe für sie wäre. Bringen Sie Beweise für diese Verschwörung und der Sieg wird unser sein. Mehr als je zuvor braucht das Iris-Netzwerk Leute wie Sie, Jade. Helfen Sie der guten Sache. Wenn Sie sich für uns entscheiden, kommen Sie zur Akudabar. Fragen Sie nach Peepers. Es ist allein Ihre Entscheidung, Miss Jade. Sagten Sie Peepers? In der Akudabar. Und vergessen Sie die Losung nicht. Sicher in Ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Sicherheitsmaßnahme? Diskretion ist der Schlüssel. Übrigens, fast hätte ich Ihre Belohnung vergessen. Ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder, Miss Jade. Also, was hält Fräulein Jade von diesem Hokuspokus? Wenn es einen Weg gibt, den Krieg zu beenden, dann müssen wir ihn gehen. Geldübertragung. Weitere 3000 Einheiten von Mr. Hahn. Haben wir schon 16.215. Meine Güte, das läuft gut. Wir sollten rausfinden, was hinter all dem steckt. Ja, und ich finde, Jade hat schon die richtige Einstellung. Wenn es einen Weg gibt, den Krieg zu beenden, dann ist es ein guter Weg. Glaubst du, wir können ihm trauen? Jade, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es ist sehr gefährlich. Paige, ich verstehe dich nicht. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Herausfinden, was hier wirklich vor sich geht, oder? Weißt du, wo ich diesen Peepers finden kann? Jay, Paige, du hast doch das letzte Folge mit dem Hütchen gespielt hier. Mann. Akudabar, Fußgängerzone. Tja, also wirklich, wir wissen doch, wo er ist. Ach ja, Mensch. Interessant, interessant. Aber bevor wir mit dem Hovercraft zur Akudabar fahren, gehen wir zurück auf die Schwarze Insel, denn da hatten wir immer noch ein Gitter. Ihr erinnert euch, hier gibt es noch Zeug zu holen. Und ihr wisst ja, ich will 100% mit euch machen. Also zurück in dieses alte Rohr. Vorbei an den Astacus Erectus. Und hier ein Gitter für Paige. Komm her, komm, Paige, trödel nicht so. Los geht's! Und mach mir den Weg frei. Oh, die Astacus fauchen wieder. So, wenn wir hier oben stehen, können wir hier, ihr seht das da hinten kriechen, haben wir hier eine sehr gute Position, von der wir dieses Viech fotografieren können. Das funktioniert auch wirklich gut, auch nur von hier oben. Das ist also mal ganz wichtig, bevor man hier voreilig runterhüpft, sollte man auf jeden Fall jetzt das Foto machen. Von Papilio Pilosus und, naja, es wirkt ein wenig fallisch, aber es ist irgendwie angeblich doch nur so eine Art, Wurm. Keine Ahnung. Bemerkenswert. Diese Größe habe ich noch nie gesehen. Oh, Frau Doktor. Entschuldigung. Das hat einfach so gut gepasst gerade. So. Und, hier. Ein weiteres PB1. Gute Arbeit, Jade. Sehr gut. Okay. Na dann, dann können wir jetzt wirklich zur Akudabar. Wir nehmen auf, 24 Minuten. Das ist natürlich jetzt wieder tückisch, ne? Fahre ich jetzt mit euch noch bis zur Akudabar und wir machen die Folge ein wenig länger? Oder nehmen wir hier diese Speicherstation? Ach, ich kenne euch doch. Ihr freut euch bestimmt, wenn ich noch ein kleines wenig weitermache, ne? Ja, komm. Heute habe ich einen guten Tag. Und ich weiß doch auch, dass ihr euch dann darüber freut. Also, Akudabar, auf dem Weg. Wir haben jetzt ja die Losung gehört. Peepers? Der Typ aus der Bar, der König des Hütchenspiels?
Ich glaube schon, ja. Tja, also. Wir haben jetzt ja das Lösungswort. Und, wir können doch gerade mal ein bisschen checken, wer kennt das denn so? So, die Fußgängerzone ist jetzt links. Upsala, Entschuldigung. So, da sind wir wieder. Es ist Abend und ich bin gespannt. So, jetzt wollen wir nochmal gucken. Wer läuft denn hier? Das hatten wir schon. Aber hier, das Losungswort. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Was brabbelst du da? Hört sich an wie Propaganda. Gut, alles klar. Die wissen nichts davon. Wie sieht's aus mit der hylianischen Armee? Gut, die können wir da gar nicht erst mit drauf ansprechen. Chico! Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Ey, das kenne ich! Es ist das geheime Passwort des Iris-Netzwerks! Ich hoffe, sie treten den Doms mächtig in den Hintern. Die haben meine ganze Familie entführt! Oha, okay, also der weiß Bescheid. Interessant. Nein, du nicht. Ich will mit dem da reden. Was hältst du von denen, dem Iris-Netzwerk? Okay, das geht an Paige. Ja, aber das hatten wir auch schon. Na gut. Oh. Es ist per Dekret verboten, Perlen als Währung zu benutzen, junge Frau. Tja, gut, also der weiß auch von nichts. Aber da sind doch noch mehr. Was sagt Nuri? Du kennst das Iris-Netzwerk? Ihr Typen leistet fantastische Arbeit. Und deshalb verkaufe ich euch meine Perle. Nun, die haben wir ja schon. Viel Glück. Das ist ja interessant. Also eine ganze Menge Leute kennen dieses Passwort. Halt, Zutritt nur für Anwohner auf Befehl der Alpha-Abteilung. Ja gut, ich will trotzdem mit dir reden. Lohnt sich eure Rekrutierungskampagne denn? Sorry, Pippi, bin im Dienst. Kauf die Zeitung. Oha. Und du? Warum können wir auf Phyllis nicht mehr hingehen, wo wir wollen? Schutz der Bevölkerung, Carlson and Peters, Band 5. Oha, okay. Ja, so genau geht das auch unserem Planeten Hillis. Interessant. Okay, also, auf zur Akuda. Aber interessant, also dass so viele Leute dieses Passwort kennen, ich weiß ja nicht. So geheim ist das Ganze wohl offensichtlich nicht mehr. Aber gut. Akuda. Mo, was hast du zu melden zu unserem schönen Spruch? Oder erstmal hier. Ey, Mo, weißt du dein Plan, den, Hi, Paige. Willst du dir einen trinken? Die erste Runde geht auf mich. Psst. Anscheinend gibt es einen kleinen Perlenschatz. Auf dem Gipfel eines Vulkans, im Krater. Mehr weiß ich auch nicht, aber es ist kein Witz. Du kannst mir vertrauen. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Wegen der Schalen solltest du besser mit Peepers reden. Okay. Unsere Besowski hier. Du sagst es, Pubberzunge. Er verspricht sich auch gerne mal, finde ich gut. Ist mir sympathisch, passiert mir ja häufiger. Seven. Die will das erst gar nicht wissen, Rufus ebenso wenig. Wie sieht's aus mit Francis? Der will auch nur spielen, okay. Der will doch nur spielen. Der tut doch nichts und so weiter. Also. Dann gucken wir doch gerade mal noch zu ihm. Das würde mich sehr interessieren. Ja, und wenn man dann was sagt, wird einem die gesamte Familie weggenommen. Sprich nicht mehr über das Iris-Netzwerk mit mir. Ich habe an das geglaubt, wofür sie eintraten. Aber das ist vorbei. Oha. Das ist nicht gut. Okay. Hallo, Peepers. Obwohl... Wisst ihr was? Cliffhanger. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen verlängert. Und ich würde sagen, jetzt aber wirklich. Nächste Folge geht's weiter. Freue ich mich auch schon wieder sehr drauf. Und wie immer freue ich mich tierisch auf eure Kommentare, auf eure Meinung zum Spiel, auf eure Meinung zu meinem Commentary und überhaupt und alles. Und ach ja,
ist einfach schön, mit euch in Interaktion zu sein. Da müsste ich jetzt allmählich auch mal anfangen, das Projekt vielleicht hochzuladen. Denn bis zum jetzigen Zeitpunkt ist das alles Vorproduktion. Und das mit der gemeinsamen Interaktion ist natürlich so eine Sache, wenn ich gar nicht auf eure Kommentare eingehen kann bisher. Aber gut, schreibt mir auf jeden Fall und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann.